Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lasst uns alle Höhlen der Welt ausleuchten. Und wir sind gerade mittendrin hier in einer Eisenvene gelandet, die uns hier richtig gut mit Eisen bestückt. Und das ist auch schon voll. Ja, und wir haben hier so ein bisschen, also eigentlich noch lange nicht, ja, aber so langsam kommen wir hier in, zumindest was Kleinkram angeht, Platzmangel. In die Kleinkramkiste, die hat keinen Platz mehr, die hat nichts mehr. Ich kann natürlich jetzt natürlich die anderen hier auch noch benutzen, kein Problem, ne? Gucken wir mal, wie wir es machen. Ich weiß nicht, ich bin so ein Ordnungsfreak. Wenn ich eine Kiste dafür benutze, dann benutze ich dafür nur eine Kiste. Keine Ahnung. Ist irgendwie in mir drin. So, jetzt esse ich mal diese Kartoffel, damit die auch mal weg ist. Und dann machen wir doch einfach mal weiter. Mal gucken, wo uns das Ganze noch so hinbringt. Wo bringt uns das Ganze noch hin? Ich möchte ja gerne noch so ein bisschen in diese Eisenkacke mal rumbuddeln. Weil ich brauche sowieso diese ganzen Steine hier, die hier rumgammeln. Dann warum nicht einfach gleich mitnehmen und wie gesagt multitasken und so. Aber ich glaube, hier haben wir so langsam die Vene dann auch erschöpft. Glaube ich. Ich kann natürlich von unten nochmal anfangen. Apropos, warte mal, von unten anfangen. Wo war nochmal unten? War das hier nicht? War es hier unten? Irgendwo hier unten war es bestimmt. Guck mal, Leute, wie viel Eisen hier ist. Das ist krank. Es ist wirklich krank. Wie viel, Alter, wie viel Eisen hier einfach ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Dinger sind einfach cool. Ich mag sie. Ich mag sie. So, aber wir gehen gleich hier eh raus, weil ich bin jetzt nicht, ich bin ja nicht zum Eisenmeinen hier. Ich bin eigentlich, wenn dann hier zum Deep Slate meinen. Und zum Ausleuchten. Aber es ist so addicting. Einfach immer weiter zu meinen. Meinen und immer mehr Materialien dafür zu kriegen. Es ist einfach irgendwie so ein richtig satisfying die ganze Zeit. Aber alles kriegen wir hier eh nicht raus, das ist so viel. Das ist Wahnsinn, die geht ja auch noch in die andere Seite, geht das auch noch? Guckt euch das mal an hier. Mann. War schon der nächste Stack wieder voll. Alter, Leute. Leute. Deswegen Eisenvenen beste. Beste Möglichkeit für Eisen im neuen Update, meine Meinung. Sobald man die Dinger findet, hat man einfach vorgesorgt. Ist so. Alter. Ich mag's einfach. Ich mag's richtig gerne. Könnte ja eigentlich noch Stunden so weitermachen, wenn es dann die ganze Zeit so Eisen gibt hier. Ich könnte hier stundenlang weitermachen. Es ist so schön satisfying. Okay, Leute. Jetzt aber mal ernsthaft, wir müssen weiter. Ich guck mal eben hier noch mal nach dem Weg irgendwie mal raus. Also nochmal runter. Dass ich mich jetzt hier schon irgendwie verbuddelt habe. Eingebuddelt habe, verbuddelt. Verbuddelt, zerbuddelt, verknuddelt. So, Hilfe, wo war jetzt hier der Ausgang von dieser Wien? Hilfe, wo ging es hier raus? Bin ich jetzt zu ewig in dieser Vene hier gefangen? In dieser Vene und ihren Schätzen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier ein bisschen gefangen. Bin hier ein kleines bisschen gefangen. Hilfe, Spiel, Hilfe. Hilfe, Spiel, Hilfe. Befreie mich aus den Fängen des ewigen Eisens. Ah, sehr gut, wir haben es geschafft. Also hier ist auf jeden Fall, durch das Alter, hier wird noch viel, viel, viel mehr sein. Wir können hier noch Ewigkeiten weiter buddeln. Das wird, ich weiß nicht, wann das mal aufhören wird hier.
Aber so schnell auf jeden Fall nicht. Okay, ich höre jetzt auf. Sonst komme ich hier nie raus. Sonst höre ich hier nie auf. Ich werde das gerne noch eben verstauen. So. Gucke ich das mal an. 60 Blöcke haben wir schon wieder. So. Das hier war die andere Schulkerbox, die jetzt bestaut wird mit Blöcken. Bitteschön. So. Okay, dann ziehen wir jetzt hier mal weiter. Ah, ich will dieses wunderschöne... Ich will dieses Ding da nicht weg... Ich will da nicht weggehen. Ich will mehr. Nein. Wir haben mehr als genug Eisen. Gold allerdings würde ich immer gerne mitnehmen. Weil das ist gut. Gold ist gut. Gold ist gut. Gold ist schönes Gold, schönes Gut. So. Alter, was geht denn da draußen gerade in dem Bauernhof ab? Ey, meine Güte. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie viel man davon hört im Hintergrund. Aber da ist gerade Party, sag ich mal. Irgendeine Art Party. So, wo sind wir denn hergekommen? Irgendwo von hier, genau. Hier hatte ich mich irgendwie lang gebuddelt, weil ich Zombies gehört hatte, glaube ich. Irgendwie sowas war das hier. Möge mich vage dran zu erinnern, kann aber auch falsch liegen. So, gib her den Shit. Danke sehr. Ich nehme das eigentlich wirklich hauptsächlich für die XP mit. Hauptsächlich für die XP. Ja, hier können wir noch ausleuchten. Okay, aber wo kam ich jetzt ursprünglich her? Hier wollte ich dann nochmal hoch. Ich glaube, von da bin ich auch nicht gekommen. Irgendwo von da unten, ne? Ist aber egal, weil hier ist nämlich weiterhin unausgeleuchtetes Gebiet. Von daher nutze ich das auch gerne. Ist gerade richtig windig hier. Wir haben 16 Grad Sonne und Wind draußen. Eigentlich richtig geiles Wetter. Eigentlich sollte ich hier gar nicht sitzen. So. Okay, Lapis Lazuli. Da geht's nochmal weiter mit noch mehr Zombies. Alles klar. Ich hol erstmal das Lapis. Und dann gucken wir mal. Da sind Zombies. Ein Zombie. Noch wer? Oder was? Noch wer oder noch etwas? Ne, ist voll, okay. Habe ich schon gegessen, meinte ich. Ist voll. Was laber ich da für Scheiße? Hier ist wieder Kupfer. Okay, sehr schön. Nehmen wir alles hier mit, was wir so in die Finger kriegen. Kupfer werden wir halt wieder richtig schnell vollkriegen, ne, wenn wir es jetzt öfter finden. Da haben wir wirklich mehr als genug von. So, hier ist auch wieder finito soweit. Hier ist auch erstmal wieder finito. Wie viele Fackeln haben wir eigentlich schon in dieser Welt platziert? Sind locker über 4.000, 5.000 Fackeln insgesamt bestimmt. So. Und hier kommen wir dann hier unten wieder an. Okay, hier war das mit den Diamanten, ne? Ja genau, das ist hier die... Das hier ist die Höhle mit den Diamanten. Ich glaube, hier haben wir soweit alles durch. Sehr schön. Vielleicht müsste ich mich mal von oben nochmal in neue Gebiete reingraben oder so. Damit ich noch mehr finden könnte. So, gehen wir hier lang. Hier sind wir auf jeden Fall nicht falsch. Das ist die gute Richtung. Das ist die gute Richtung. So, hier waren wir ganz am Anfang auf jeden Fall. Ah, hier kommen wir zurück in diese Lush Area.
Die, wo hier die Ranken so runterhingen. Ab hier gab es auch noch Richtungen, in die ich nicht war, ne? Hier ist das eine Spawner mit dem Eimer noch drin. Und ja, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was nicht erkundet. Ich brauche Fackeln. Ich sagte, ich brauche Fackeln. So, ich lasse die Kohle mal im Inventar. Gut, dass wir uns noch mal ein bisschen aufgestockt haben draußen mit den Bäumen. Das war doch sehr clever. So, wie sieht's denn hier sonst aus? Ah, hier, guck mal, ist auch noch viel von dem Zeug. Hier ist nochmal Kupfer. Und hier scheint es nochmal nach oben zu gehen. So ein bisschen auf jeden Fall. Soll ich hiervon nochmal was mitnehmen? Ich brauche nicht die Blöcke, ich brauche die normalen Stripstones hier. Kann man die auch wachsen lassen? Also so anpflanzen, dass die dann so hoch wachsen automatisch? Weiß es nicht. Alter, oh mein Gott, was ist denn hier bitte für Kupfer? Was ist das denn? Boah. Okay. Das ist eine Menge Kupfer. So. Eisen. So, mehr Erze wären auch mal cool, ne? Also einfach mal nur mehr Erze. Und Erze, die auch nochmal ein bisschen was... Das Spiel nochmal so ein bisschen auf eine eigene Art und Weise interessant machen. So wie es nämlich in Modpacks ja auch gibt. So. Da oben ist noch ein großer. Ich habe jetzt 34. 32 davon brauche ich ja für die... Eine Geschichte. Warte, kann ich die... Okay, man kann sie an normales Stein setzen. Weil ich dachte nämlich, man kann die nur hier dran setzen. Das wäre irgendwie sonst komisch. Okay. Nochmal ausleuchten. Hier können wir ein bisschen sparsamer sein, weil hier leuchten ja die Bären noch ein bisschen was ab. Alles klar. Da sag ich schon, ich habe wieder keinen Platz. Ey, Mann, Mann, Mann. Sollte ich hier ein bisschen Clay mit rausnehmen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Moosblöcke. So, und irgendwo hatte ich noch eine Richtung gesehen, die war ziemlich schwarz. Irgendwo. Es könnte die hier gewesen sein. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hier habe ich runtergeschaut und dann erstmal gesagt, oh shit. Und das ist aber, soweit ich weiß, auch sehr direkt unter der Monsterfarm. Das sieht sehr gut aus hier. Also das hier ist eine der Hauptareale, die wir definitiv ausleuchten müssen. Das geht hier hinten auch noch weiter. Wo hast du denn Knochen her? Der hat einfach zwei Knochen dabei. Woher? Soll ich hier weiter lang? Müsste ich, glaube ich. Müsste ich wohl. Oh, ich mag diese Höhlen hier. Diese Höhlen hier finde ich scheiße. Muss ich sagen. Die sind irgendwie doof. Die hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Was wird hier alles fallen, wenn ich jetzt... Nee, nichts soweit. Okay. So, aber ich muss auf jeden Fall zurück. Da zu diesem riesigen Ding. Das ist klar. Da muss ich zurück. Upsala. Wo habe ich mich hier... Hier.
Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen Umkrempelerei. Und zwar bringe ich mal die gecrafteten Blöcke mal hier rüber. Alle. Mache ich hier wieder nämlich mal Platz für ein bisschen Rohzeugs. Ja, Kupfer, genau. Das können wir dann auch wieder nachvercraften. Das ist kein Problem. Ich habe auch Platz für Flint dann. So. Kann das hier nämlich auch wieder rein da. So, und jetzt würde ich gerne mal die... das hier haben. Ein paar Stickies. So. Und aus diesen Stickies werden wir jetzt Kohle machen. Fackel machen meine ich, nicht Kohle. So. Okay. Weiter im Geschäft. Dann geht es jetzt gleich in diese riesige Untergrundgeschichte da. Nachdem wir hier waren. Was ist das denn hier? Irgendwie was Neues. Klein, aber fein. Und ist das hier direkt connected mit dem Riesenstück, in das wir gleich gehen? Nee, ist es nicht. Ist es nicht. So. Das wird irgendwann mein Aushängewort. Dieses... So, 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 so. Eieiei. Ist gerade irgendwas verbrannt? Was ist denn da gerade so verbrannt? Du Scheiße. Hilfe. So. Eine Karotte hat der. Alter. Alter. Zombie-Armee hier, ey. Alter, das hört ja nicht auf. Junge. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Wie viele Zombies kommen hier bitte? Was zum Fick? Alter. Also hier gehen definitiv eine Menge Spawns für die Mobfalle flöten. Das ist klar. Okay. Hier werden wir uns dann auch gleich noch weiter navigieren, weil das hier wird noch... Alter, das wird noch so viele Abschnitte hier haben. Junge, Alter. Das ist einfach die Armee der Monster hier. Das ist einfach... Alter, guck dir das mal an. Ich muss mich hier so ein bisschen... durcharbeiten. Guck mal da, die ganze... Alter, hallo. Yo, okay. Oh, hier sind diese... Spores. Okay. Heiligen. Heiligen. Ah, guck mal. Wow. Sogar ein Ort, wo wir schon waren. Kann es sein, dass diese Lush Caves komplett spawn-safe sind von Monstern? Ist denn das vielleicht die Möglichkeit? Uiuiui. Hier könnten auf jeden Fall Spinnen spawnen. Möchte ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt. Bin ich dann überlegen, meinen Bogen rauszuholen? Ey, guckt euch das halt mal an, ne? Was zum Teufel? Also wenn das Ding die ganze Zeit unter unserer Monsterfarm war, ne? Dann wissen wir jetzt, wo das alles hin ist.
Du Kacke. Alter. Ja, wir müssen uns hier so langsam vorarbeiten und das alles ausleuchten hier. Hier ist noch eine Geode. Ich weiß nicht, ich glaube, verbinden lohnt sich nicht. Die ist ein bisschen zu weit. Ja, ja. Ist okay, ist okay. Eieieiei. Könnt ihr auch mal ein bisschen mit euch gegenseitig rambohnen? Danke sehr. Boah, Leute, Leute, Leute. Armee der Monster hier, unfassbar. Aber Hauptsache, meistens Skelette, ne? Kann es sein, dass die Fledermäuse auch Spawns blockieren mit der Zeit? Könnte sein, ne? Müsste man die auch umbringen? Obwohl ich das gar nicht will. Moment mal, ich hab hier... Du weg, du weg. Du weg. Ach, jetzt zieht er die noch an, der Halunke hier. Guck mal. Jetzt zieht er die auch noch an. Glaubt das nicht. Cleverer, cleverer, cleverer Skelett-Typ, do. So. Ja, 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 ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ihr seid sauer, dass ich eure Party störe und so. Aber das muss ich leider tun. Denn es ist gegen die Regeln. Ihr müsst woanders feiern. Ihr müsst woanders feiern, in einem 3-Block breiten Space. Da müsst ihr feiern. So. Alter, wir sind ein Stachelschwein. Guckt euch das an. Total abgestachelt und es wird noch schlimmer. Hier, hallo. Moin. Was geht bei euch? Hallo. So, jetzt nichts mehr. Jetzt geht bei euch nichts mehr. Juhu, soweit so gut. Wir haben es, glaube ich, fast. Na, jetzt. Oh, schnappt ihr auf das Schwert, Mann. Schnappt sich einfach nicht das Schwert. So. Oh, hier ist wieder eine Eisenvene. Haben wir wieder eine gefunden. Und dann sind es wohl doch die großen Caves, in denen die wohl sehr regelmäßig spawnen, so wie es aussieht. Die zieht sich wohl bis hier hinten irgendwie noch durch. Denke ich mal. So, ich glaube, wir haben hier einen der absoluten Machtorte von den Viechern jetzt hier soweit geklärt. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt noch hinführt. Was? Da geht's auch nochmal komplett nach oben, ey. Okay. Keine Ahnung, wo das Wasser herkommt. Ich mach's hier auf jeden Fall erstmal zu. Damit ich gleich nach da runter mal kann. So, was brauchen wir hier noch? Weil ich gerade, wo ich das am besten hinpacken kann. Mal gucken, hier irgendwo hier rein. Ja. Jetzt müsste ich hier wieder Blöcke rauscraften. Schade, dass man nicht Rotten Flash Blöcke machen kann. So. Dann ist hier nämlich auch Platz für diesen kleinen Mist hier. Die esse ich mal. So. Die Bögen bleiben hoffentlich weg. Die brauche ich nämlich nicht. So. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal in den Tunnel. Ich werde mal hier so oberflächlich die Vene noch wegmachen. Hier.
Dann ziehen wir uns hier so ein bisschen was raus. Ich werde da mich aber nicht wieder reingraben, auf keinen Fall. Das werde ich nicht machen. Keine Sorge, Leute. So. Okay. Dann würde ich mal da hinten. Da lang. Dann würde ich mal sagen, ist für die Folge auch erstmal Feierabend. Wir haben das wunderschöne große, diesen fetten Monster Cave hier ausgeleuchtet. Das sollte uns einiges an Spawns freigeben. Ich weiß nicht, muss ich diese Fledermäuse hier töten? Ich will die eigentlich gar nicht umbringen. Aber vielleicht muss ich das tun, um die Spawns freizugeben. Außer sie die spawnen von selbst irgendwann. Das wäre natürlich optimal. Dann muss ich die nicht wegmachen. Weil ganz ehrlich, ich will sie auch nicht wegmachen. Wenn es nicht sein muss. Ja. Okay, Leute. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Hier gehe ich jetzt dann auch noch runter. Und dann grabe ich mich da nochmal zur Spinne durch. Ich hoffe, ist die noch da? Habe ich die Spinne noch? Hallo, Spinne? Spinne? Ja, die ist noch da. Gut. Dann gucke ich mal, wo ich die wunderschöne Spinne hier finde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.